Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu diesem Video hier. Ihr könnt es in der Titelbeschreibung lesen. Ich habe mich für Vogtland entschlossen, also das neue Fahrwerk für meinen 323er. Ich möchte mich da im Voraus nochmal bei Vogtland direkt bedanken für die nette Kooperation an den Herrn, ich habe es aufgeschrieben, Flossbach. Ja, danke in dem Sinne für das nette Gespräch vor 3-4 Tagen. Und hier habe ich jetzt das neue Fahrwerk liegen. Ich kann euch nur sagen, ich habe einen kleinen Rabatt vom Preis bekommen. Also ich habe jetzt nicht den regulären Preis bezahlt. Ich habe einen kleinen Rabatt bekommen. Um die 200 Euro waren das ungefähr, was ich jetzt nachgelassen bekommen habe. Danke nochmal in dem Sinne. Und ja, die Voraussetzung ist natürlich, euch das Ganze zu zeigen, vorzustellen. Jetzt erstmal in diesem Video hier. Weil das Video hier wird jetzt ein kleines Unboxing und in einem weiteren Video wird das Fahrwerk natürlich dann ins Auto direkt eingebaut und da werde ich dann nochmal drauf eingehen, auf die technischen Daten und natürlich auf das Einstellmaß. Heute geht es nur darum, das Ganze euch nur mal kurz ja, zu zeigen und zum Vorstellen. Ich würde sagen, wir packen das jetzt mal gemeinsam miteinander aus. So, wie ihr jetzt vor euch sehen könnt, habe ich das schon mal ein bisschen auseinandergepackt. Ich habe nämlich im Vorfeld schon mal reingeguckt, ob alles da ist. Adresse habe ich auch weggemacht, dass ihr das dann nicht seht. Ich werde jetzt mal das Ganze hier auspacken. Hier haben wir jetzt nochmal die Maße stehen. Also man kann vorne 40 bis 80 und hinten 20 bis 50 mm gehen. Und hier ist nochmal die Bezeichnung für das Fahrzeug, also in meinem Fall für den Kompakt. Ich habe den 3CG, der wo jetzt hier nicht aufgelistet ist, aber das Fahrwerk für den Kompakt ist. Ja, auf dem Karton steht hier das Ganze falsch drauf. Hier in dem Gutachten steht nämlich hier da für das Fahrzeug 3CG, 3C und Schrägstrich C. Also ihr müsst dann, wenn ihr bestellt, genau darauf achten, für welches Fahrzeug ihr bestellt. Wie gesagt, meins ist ein Fahrwerk für den Kompakt. Und hier drin haben wir jetzt auch so die kleinen technischen Daten stehen. Ihr seid eh schon gespannt drauf, wie das hier ausschaut. Und so sieht es aus. Ja, ich habe es vorhin schon mal auseinandergenommen, weil, wie gesagt, ich habe schon mal geguckt, ob alles da ist. Wir haben jetzt hier einmal die hinteren Federn. Ich stelle jetzt mal daher. Ich werde gleich mal alles aufbauen. Ich hole es am besten mal raus. Und dann melde ich mich gleich nochmal. So, ich habe jetzt mal den ganzen Karton Gedönse dann weg. Und jetzt kann ich euch das mal genauer vorstellen. Hier in dem Gutachten steht jetzt wirklich auch alles drin. Ich habe gerade mal so geguckt. Da steht jetzt jede einzelne Bezeichnung von jedem einzelnen Bauteil drin. Ich kann mal kurz so ja, euch erklären, was genau da alles so drin steht. Da steht halt jetzt drin zum Beispiel, wie dick ist die Feder, wie viele Windungen hat das Ganze, nur mal so grob, euch das Ganze so zu übermitteln, weil ich will jetzt das Video nicht in die Länge ziehen, bloß euch jetzt hier das ganze Zeug vorzulesen. Da gehen wir mal drauf ein, wenn ich das Ganze verbaut habe. Und zum Beispiel, ich gehe jetzt mal nur auf 1 ein und es steht jetzt zum Beispiel hier auf der Feder drauf, hier oben auf der Vorspannfeder steht jetzt zum Beispiel drauf, VSF 81 105 und es steht jetzt hier dann auch drin und dann kann der TÜVler nämlich nachgucken, aha, passt, ist für dieses Fahrzeug geeignet, alles safe. Und hier ist jetzt auch nochmal dargestellt, wie das Ganze verbaut ist und der Federteller, beziehungsweise der Verstellteller hier, der kommt oben in euer Fahrzeug rein, weil das auch gern Leute unten einbauen, also unten in die Wanne, aber der gehört oben hin. Ja, und deswegen sind die Nummern auch alle verkehrt rum aufgedruckt, genauso wie auf der Feder. Die Feder hat jetzt hier die Kennzeichnung stehen und hier oben kommt dann euer Verstellteller rein. Würde ich den jetzt so einbauen ins Auto, würde die Schrift verkehrt rum drin sein. Somit wüsste dann auch der TÜVler, aha, da passt was nicht. Ja, nur mal kurz so am Rande. Ja, und sonst ist jetzt hier oben noch ein Imbusseinsatz drin, um das Ganze dann zu fixieren. Und der Rest ist ja natürlich alles jetzt
das Gutachten und ja, somit ist das jetzt auch kein Problem. Alles vom TÜV Nord geprüft worden und ja, dieses Gutachten natürlich sehr gut aufbewahren. Das brauchen wir dann zum TÜV, wenn wir das Ganze eintragen wollen. Ja, jetzt gehe ich mal kurz noch ein bisschen so auf die Verarbeitung ein, beziehungsweise was so mein erster Eindruck ist von dem Ganzen. Also ich muss jetzt mal sagen, von dem Federbein hier an sich, das Ganze ist sehr wertig. Also auch die Schweißnähte sehen gut aus. Jetzt keine Löcher und Batzen und so ein Zeug, wie man es ja ab und zu mal so bei günstigen Dingern sieht, wie die dann manchmal so TÜV geprüfte Sachen bekommen, weiß ich nicht, aber das hier ist schon echt für ein Mittelklasse Gewindefahrwerk. Also es ist kein billig Müll und kein teures, es ist ein Mittelklasse Produkt und dafür finde ich die Verarbeitung eigentlich gar nicht mal so schlecht. Was ich auch noch gesehen habe, was bei den günstigen meistens auch immer ist, diese Verstellschraube hier hat bei dem günstigen Fahrwerk noch eine Konterschraube. Bei dem hier war es irgendwo, muss man das Gutachten weglegen, dass ich das gleich durchsteche, hier eine hier hat man eine Imbusschraube drin zum ja, Kontern des Ganzen, dass das sich dann später nicht mehr verdreht. Und ja, so sieht es jetzt aus halt, die Vorspannfeder, hier die Hauptfeder, der Dämpfer an sich und macht einen schönen, soliden Eindruck. Gut, so wird es irgendwann nicht mehr aussehen, irgendwann sieht es auch wieder gammelig aus, auch wenn man es im Sommer fährt, weil halt durch die Jahre das einfach nicht mehr so hübsch aussieht. Das hier ist der Verstellteller nochmal, ja, Aluminium wahrscheinlich. Kann ich jetzt nicht beurteilen, weil es lackiert ist, aber ich denke mal, dass es Aluminium ist, weil es fühlt sich so an. Hier die hintere Feder natürlich. Ja, schön alles in so einem lila-rot gehalten. Und ach ja, wie sagt man immer so schön, was man nicht im Kopf hat, hat man in die Füße. Und aus dem Grund, ich habe gerade den Aufnahmeknopf beendet und mir gedacht, warte mal, ich habe das hier euch vergessen zu zeigen, den Verstellschlüssel. Macht einen hochwertigeren Eindruck wie die von dem günstigen Fahrwerk. Ja, Einbau zu dem Fahrwerk kann ich euch nur so viel sagen. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen bestellen, wie neue Domlager und die anderen Sachen, was ich für einen TÜV brauche. Also ich mache die komplette Vorderachse neu, wenn es euch interessiert. Obwohl jetzt nicht alles ausgeschlagen ist, aber ich mache alles neu, dann ist alles gleich neu mit neuem Fahrwerk und so weiter. Und es kann jetzt sich vielleicht noch 4 Wochen hinziehen, bis ich das Video dann öffentlich habe. In dem Video hier geht es erstmal wirklich nur darum, dass ihr Bescheid wisst, was ich mir geholt habe. Und ja, dazu möchte ich jetzt auch noch was kurz sagen, warum ich mir Vogtland geholt habe. Also ich habe Vogtland schon seit längerem ja im Kopf. Mein Bruder hat sich jetzt dann ja auch geholt und ist jetzt auch recht zufrieden damit. Aus dem Grund habe ich mir das jetzt einfach auch geholt, weil es werden zwar wieder viele Leute gerade in die Kommentare schreiben, ja, Vogtland, ja, das ist nicht so der Hit. In den Foren steht auch viel drin, ja, da habe ich mir jetzt mal nicht blenden lassen. Ich mache jetzt mir meine eigene Meinung und das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Macht euch doch von dem Produkt eure eigene Meinung. Weil, wie gesagt, es schimpfen immer viele Leute über irgendwas und dann haben sie es selber nicht mal ausprobiert. Genauso wie über TH-Techniks. Ja, wie gesagt, mache ich mir jetzt meine eigene Meinung. Und in einem Jahr oder so können wir nochmal ein Update machen. Und dann kann ich euch sagen, ob es mir taugt oder ob es jetzt dann doch eine Fehlentscheidung war, das zu kaufen. Aber ich würde es, denke ich mal, nicht bereuen. Weil ich sag mal so, mit dem Auto fahre ich jetzt auch nicht so jeden Tag rum. Und ich will jetzt auch keine Rennen fahren oder sonst was. Ich will einfach nur ja, gechillt in der Gegend rumfahren und ein vernünftiges Fahrwerk zu haben. Und ich bin auch nicht bereit gewesen, jetzt wo mir die Leute auch schon KW oder ST empfohlen haben, das Geld auszugeben, was das kostet. Ihr könnt gerne mal googeln nach ST-Fahrwerk oder KW, was das kostet. Und ich bin nicht bereit, dieses Geld auszugeben. Und da bin ich jetzt mit diesem hier auf jeden Fall günstiger weggekommen. Auch nochmal recht herzlichen Dank an Vogtland für die nette Kooperation, dass das alles so geklappt hat. In dem Sinn, Leute,
Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren. Und natürlich wünsche ich euch jetzt wieder was. Bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.